Schiedsrichter bei der Partie Lars Dietscher gegen Timo Boll. Beinahe ist man geneigt zu sagen, die beiden alten Männer dieser deutschen Meisterschaft. Fakt ist, die Jungen haben sich hier ganz erstaunlich in Szene gesetzt. Die Älteren haben sich da an seine Bank gemeldet. Und Timo Boll braucht ja diesen Titel hier. Warum braucht er ihn? Acht deutsche Einzelmeistertitel hat er. Rekord ist aber neun. Der bayerische Spieler Conny Frohndorfer hat 9 deutsche Meistertitel in Serie gewonnen. Das wird wohl überhaupt niemand mehr einholen. Eberhard Schöner, der Vize-Weltmeister von 1969, hat zwar seine mit einer Unterbrechung geholt, aber er hat auch 9 Titel. Timo Boll fehlt also dieser eine deutsche Meistertitel, um mit diesen beiden Rekordhaltern gleichzuziehen. Wenn wir das hier im Wander erleben, momentan sieht es überhaupt nicht danach aus, als könnte jemand aufhalten. Steger raus. Zunfreiheit, Baumreich. Auf Treff verletzt. Franziska verletzt. Ausnahme von Timo Boll, das muss man so offen und ehrlich sagen, spielt hier eine zweite Karte oder eine Qualität danach.